Für die Schüler der 6b der Otto-Welz-Grundschule ist das ein besonderer Tag. Anstatt die Schulbank zu drücken, dürfen sie das Schmiedehandwerk ausprobieren. Und das in der größten und modernsten Lehrschmiede Europas. Im Oberstufenzentrum Konstruktionstechnik in Kreuzberg. Wir haben 8 Feuer, also bei uns können mindestens 8 Leute gleichzeitig schmieden. Und wir erfüllen alle modernen oder alle Umweltschutzauflagen für eine Schule, die mitten in Berlin liegt. Ermöglicht wird der Schnuppertag für die Grundschüler durch die Initiative Berliner Schulpate, die wie eine Schnittstelle zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen fungiert. Arbeitssenatorin Dilek Kolat begrüßt die neue Schulpatenschaft mit dem Oberstufenzentrum Konstruktionstechnik. Das ist genau das, was wir uns vorstellen mit unserer Berliner Schulpatenschaften, dass schon in der Grundschule kleine Kinder in Berührung kommen mit Berufen, mit Betrieben, weil ihnen meistens die Kenntnis über diese Berufe fehlen. Gerade in Grundschulen mit einer hohen sozialen Belastung sei es wichtig, rechtzeitig über mögliche Berufschancen zu informieren. 90% unserer Eltern haben keine Arbeit bzw. erhalten staatliche Transferleistungen. Und unsere Kinder haben keine Erfahrung, was ist ein Beruf. Wenn die morgens den Papa fragen, wo gehst denn du hin, gibt es halt da nicht so die konkrete Antwort. Für die Schüler der Otto-Welz-Grundschule steht jedenfalls fest, das Schmiedehandwerk erfordert nicht nur Geschick, sondern ist auch äußerst spannend. Und nicht zuletzt macht das Ergebnis mächtig stolz.